Der Pionier vom Brückenbau und ehemalig EMPA-Direktor Urs Meier zeigt am Nachwuchs, wie es geht. Als Bauingenieur hat er sich schon früh mit Kunststofffasern auseinandergesetzt und ist so zum internationalen Vorreiter in seinem Metier geworden. Eigentlich wäre Urs Meier schon pensioniert. Er lässt sich aber weiterhin nicht davon abhalten, andere für seine Brückenbegeisterung zu mobilisieren. So auch gerade diese Woche im Sommercamp in Dübendorf, wo er möglicherweise schon ein paar Nachwuchsingenieure akquiriert hat. Dorothee Anderegg. Könnten wir das loslassen, bitte? Der Urs Meier ist in seinem Element. Zusammen mit den Kindern vom EMPA Sommercamp baut er eine Brücke über den Kriesbach zu Dübendorf. Der ehemalige Direktor der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA wird mit diesem Projekt seine Faszination weitergeben. Es geht darum, den Kindern zu zeigen, wie man Brücken bauen kann. Und Brückenbau ist seit mindestens 60 Jahren mein Lieblingsthema. Ich habe daheim den Pfadi schon als Leiter von der Pfadistufe in der Stadt Zug mit den Pfadfindern immer Brücken gebaut. Zuerst haben wir ganz zahme 11 Meter über die Lurze, nachher 48 Meter über Ziel. Und das war einfach immer sehr spannend gewesen, und man hat gesehen, dass es gelingt, damit Jugendliche zu motivieren. Was es alles braucht, bis eine Brücke steht, gibt es in einer theoretischen Einführung. Was gibt es überhaupt für Brücken und wie kann man selber eine Brücke bauen? Der Urs Meier weiss wie kaum jemand sonst, wie man eine stabile und langlebige Brücke baut. Der ehemalige EMPA-Direktor ist ein eigentlicher Brückenpionier. Schon früher hat er sich nämlich mit Kohlenstofffasern beschäftigt. Kohlenstofffasern sind, als ich das erste Mal mit ihnen Kontakt hatte, in den 70er Jahren noch praktisch so teuer wie Gold. Und mein Chef hat damals verlangt, dass wir Proben zur Nacht im Tresor einsperren bei der Sekretärin. Bald hatte Urs Meier die Vision, dass man mit diesen leichten, aber äußerst robusten Fasern, die beugsam sind und nicht rosten, auch Brücken bauen könnte. Ob das funktioniert, war in den frühen 80er Jahren aber noch lange nicht klar gewesen. Dann haben wir gesagt, ja, wir probieren es mal. Wir haben in Zusammenarbeit mit japanischen Firmen, mit Schweizer Firmen, haben wir Tröte hergestellt aus Kohlenstofffasern. Und haben dann sogenannte Parelldrahtbündel gemacht. Ein Draht, muss man sich vorstellen, hat 5 mm und sind alle drei schön parallel. Die haben wir dann gebündelt und die haben wir dann weltweit erstmals eingesetzt auf der Storchenbrücke bei ihnen in Winterthur. 1996 war das, wo die Pionierleistung vollbracht worden ist. Die Bilder zeigen, wie aufwendig das Verfahren war. Bis heute sind Kunststofffaserkabel viel teurer als Stahlseile. Weil die Seile aber nicht rosten, muss man sie viel länger nicht auswechseln. Die Vision von Urs Meier wäre aber, dass noch viel mehr Brücken aus seinem Material gebaut werden. Zurück zum Sommercamp. Da sind mittlerweile spannende Ideen skizziert, wie die selber gebaute Brücke könnte aussehen. Der Spass am Projekt ist das eine. Der Urs Meier will aber auch noch ein anderes Ziel erreichen. Wir haben bei uns in der Schweiz eigentlich zu wenig Ingenieure und wir sollten mehr Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Und vor allem auch wichtig ist, Frauen zu begeistern dafür. Also wir haben gesehen, es ist uns gelungen, in den letzten 20 Jahren vermehrt Frauen in Ingenieurwissenschaften hineinzubringen. Aber das müssen wir noch mehr machen. Und es hat viele Mädchen in dieser Gruppe. Also hoffe ich natürlich, dass einige davon auch mal Ingenieurinnen werden. Der Nachwuchs liegt Urs Meier besonders am Herz, weil er sein Pensionsalter eigentlich schon überschritten hat. Kürzer treten ist aber nicht so einfach für einen Kohlenstoffpionier aus Schwarzenbach mit Bekanntschaften in der ganzen Welt. Was natürlich schön ist, ich habe im Moment keine Führungsverantwortung mehr. Die zieht über die Zeit schon ein bisschen am Nerv. Und ich kann mich jetzt eigentlich den Sachen widmen, wo ich mich gerne während meinem Berufsleben intensiver gewidmet hatte. Ich darf jetzt kann sehr viele Einladungen nach China und nach USA für Fachvorträge. Aber ich darf auch spezielle Projekte weitertreiben, ich darf publizieren und eben so solche Sachen machen wie die Übung mit den Kindern. Wenn man den Einsatz von allen Kindern am Kriesbach anschaut, ist es durchaus möglich, dass da schon das ein oder andere Nachwuchstalent am Werk ist. Zumindest drin immer wieder der Urs Meier, der mit seinem geschulten Auge sieht, wo es heikel werden könnte. Auch wenn Kohlenstofffasern, am Urs Meier sein Spezialgebiet, heute keine Rolle spielen, ist er mit vollem Einsatz dabei und hat wegen dem nassen Wetter sogar fast eine unruhige Nacht gehabt. Gestern Nacht haben wir gleich Gedanken gemacht, dass heute alles schief gehen könnte. Und was heute das Problem war, ist der Sumpf, den wir hatten. Und wir hatten Angst, dass uns Pylonen einfach völlig in den Sumpf hineindrücken und versaufen und die Brücke dann im Wasser absauft. Und dank gewissen Massnahmen, die wir getroffen haben, dass wir eben Betonfundamente gemacht haben, ist das nicht passiert. Und darüber sind wir sehr zufrieden.
Zufrieden sind auch die Kinder, die nach einem ganzen Tag knüpfen und binden und spannen, schlussendlich stolz über die Brücke spazieren können. Die einen vorsichtiger, die anderen schon fast ein bisschen übermütig. Am Schluss wagt sich auch der Urs Meier über die eher gewackelige Konstruktion am Dübendorfer Kiesbach. Und natürlich braucht es auch von dieser Brücke Foto zur Dokumentation. Mit solchen Hängebrücken hat schliesslich Urs Meier seine Brückenfaszination angefangen.